Hakuna Matata, ich heiße jedes Mal, every fucking time. So, let's try it again. Hakuna Matata, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit. Ich habe Angst, dass ich nicht aufnehme. Bevor wieder ein Part verschwindet, werde ich schauen. Live, Rack. Chat ist auf. Einen kurzen Augenblick. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gestreamt habe. Deswegen... Oh Gott, was ist los? Oh! Warte. Ist schon wieder ein Monat vorbei? Okay, ich krieg gar nichts mehr richtig mit. Aber, oh my fucking God, Klaus hat zum dritten Mal... Genau. Erstmal eine Dankesage. Und zwar, Klaus hat jetzt zum dritten Mal den dritten Monat geresubbt. Schönes Denglisch. Und Hallöchen, Klaus. Vielen herzlichen Dank für das Abonnieren. Auch wenn du weißt, dass privat ja ein bisschen was komisch bei mir ist. Ich hoffe, dass ab jetzt, morgen wird das Renovierungsgerüst abgebaut. Puh, also Renovierung müsste erstmal hinter uns sein. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nochmal vielen herzlichen Dank für den Host und vor allem... Du bist bisher, glaube ich, der treueste, wenn ich das so sagen kann, dass du jetzt zum dritten Mal geresubbt hast. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für das Abonnement. Super. Ich begrüße... Oh, wie süß! Gut, ich begrüße ganz herzlich die Jin. Hallöchen, Jin. Schön, dass du da bist. Und die Morle. Hallöchen, Morle. Und ich begrüße den X-Striker. Hallöchen, X-Striker. Schön, dass ihr alle, obwohl ich gerade erst seit knapp 2 Minuten aufnehme, schon so super aktiv dabei seid. Das freut mich echt mega. Vor allem, weil ich jetzt sowieso gar nicht damit gerechnet habe. Aber ich laufe. Ja, ich laufe. Wohin laufe ich denn? Oh, Witz, komm raus, okay. So. Ihr schreibt schon ganz fleißig, ihr lieben Toastbrotgesellen. Das muss ich mir erstmal kurz... Ja, nach so langer Zeit, wir haben uns jetzt seit 2, wenn nicht sogar fast 3 Wochen nicht mehr live gesehen. Deswegen lese ich zu Beginn natürlich alles erstmal, bevor es losgeht. Aber ihr seid der Beweis, dass ich aufnehme, live bin und dass ihr mich hören könnt. Noch ein bisschen näher an mich ran. So. Der Klaus hat schon direkt geschrieben, vor allem hast du ein Timing, kam gerade rein mit lecker Pizza, also so kann ein Stream anfangen. Oh mein Gott, how delicious is that? Boah, ich freue mich total, Klaus, vor allem, du weißt, nach der Arbeit habe ich ja eh immer Hunger und ich habe noch nicht zu Abend gegessen, dafür gönne ich dir wirklich die Pizza. Richtig genial, die Gin. Klaus hat Bescheid gesagt, dass der Stream läuft. Ach so, und das... Oh mein Gott, Klaus! Oh mein Gott, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den anderen Toastbrotgeschwistern bestimmt über Discord Bescheid gegeben hast. Oh mein Gott, Dankeschön! Ich glaub's nicht. Die Morle schreibt, ich hab dich vermisst. Ja, ich hab euch auch vermisst. Ich habe generell Spielen vermisst. Ich habe privat nur Black Mirror... Ja, ein altes Spiel durchgespielt und sonst gar nichts in den letzten 2 bis 3 Wochen. So, die Gin. Ich hatte mir gerade eine Tasse Tee eingeschüttet. Nice. Ich hoffe, du hast dich nicht bekleckert, beschüttet, sondern ich hoffe, du weißt, was ich meine. Boah, erstmal vor Leuten wieder reden, ey, das ist total ungewohnt. So, die Gin hat mich auch vermisst. Ich habe euch auch vermisst. Und die Gin schreibt und wieder so einen schönen Lippenstift. Oh, dankeschön, Gin, für das Kompliment. So, nachdem ich euch jetzt einmal virtuell... Knuddel.
So, nachdem wir uns virtuell alle geknuddelt haben, der eine hat eine leckere Pizza dabei, die andere hat einen Tee dabei. Hoffe ich, dass wir heute, ja, ein bisschen Detroit, ein bisschen wieder was Storylastiges hinter uns kriegen. So. Die Morle schreibt, du siehst mega cute aus. Oh mein Gott, meine Stimme. Dankeschön, Morle, für dieses Kompliment. Ich habe Katzenohren. Passend zu meiner Oberteilfarbe. Oh, eigentlich habe ich sehr viele Katzenohren. Ja. Dankeschön für das Kompliment. Ich bin einfach behindert und deswegen manchmal so katzenmäßig verkleidet. Naja. Ja, diesmal ist alles in der Tasse gelandet. Das freut mich für dich, Jin. Dann kommt noch typisch TV ebenfalls ein treuer Toastbrotgeselle seit 8 Jahren bestimmt. Und bedanke mich super, super, duper herzlich an typisch TV fürs Hosten. Und ich sage es seit einigen Monaten, aber ich habe wirklich vor, dir zuliebe, typisch TV, in den nächsten Wochen Clock Tower Dry zu Let's Playen. Ich hatte, ich glaube, typisch TV, die habe ich das nicht gesagt. Ich sage das einmal kurz im Schnelldurchlauf. Ich hatte körperliche Beschwerden, zum einen wieder Migräneattacken, aber viel eher Magenprobleme. Deswegen ja, habe ich verschiedene Atemtests gemacht, beziehungsweise bin jetzt auch bei einer Ernährungsberaterin. Oh, mal abgesehen von meinem Zustand war einfach, dass ich jeden Abend und jedes Wochenende vor allem bei der Renovierung des Hauses mithelfen musste. Also wir haben das Dach neu bekommen, neue Ziegelsteine, wir haben die Fenster neu bekommen, wir haben neue Jalousien bekommen, wir haben neuen Laminat bekommen. Es ist zu viel auf einmal. Und das hat jetzt, wie gesagt, die letzten 3, 4 Wochen wirklich gedauert. Also nur Stress und dann auch noch mit einer Vollzeitarbeit. Das habe ich das Stream einfach nicht mehr so geschafft. Oh, so, jetzt weißt du Bescheid, typisch TV. Gut. Klaus. Und auch erstmal Hallo an allen im Chat außer Jin. Die schon wieder. Oh, Klaus. Das war eine Beef-Ansage. Aber die Jin kommt zu mir. Oha, Ritlin. Klaus ist gemein zu mir. Oh, ich tätschel auf deinen Kopf, Jin. Der Klaus ist nicht gemein zu dir. Das ist Toastbrotliebe. Genau. Und Hakuna Matata. Als Begrüßung hat der Klaus mit dem süßen, selbstgemachten Toastbrot-Emotikon. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir einfach, was ist das? Aber gut. So. Die Jin hofft, dass es bald stressfreier wird. Das ist lieb. Ja, also wie gesagt, morgen soll das Gerüst abgebaut werden. Dann ist vielleicht erstmal die eine Hürde weg. So. Gut. Typisch TV hat auch noch was geschrieben. Oha, na dann hoffe ich für dich, dass die Renovierung bald fertig ist. Ja, also mit den Fenstern ist soweit alles fertig. Die Jalousien auch. Das Haus ist auch draußen gestrichen. Der Laminatboden ist noch nicht ganz fertig. Aber das Außengerüst für die Fenster, Dach und Jalousien wird morgen abgebaut. Also ja, müsste das, wie gesagt, bald vorübergehen. Gut, ihr fragt noch weiterhin so süße Sachen. Ich werde auf diese Sachen etwas später drauf eingehen, sobald die Action aufhört, beziehungsweise sobald ja das eine Chapter beendet wird. Dann fangen wir nun an. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Chapter war. Ich weiß es jetzt wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Es war, Kapitelname war Treffen mit Kamsky. Und wir haben Elijah Kamsky, also sprich der Founder, der Entwickler, der Gründer von CyberLife, getroffen in Form in Kombination mit Hank und Connor. Let's get started. Hallo,
Oh, ja. Es war keine Zwischensequenz. Es war das Ingame-Laufen. Ich habe schon vor dem Stream habe ich das alles leiser gestellt, nur irgendwie ist es mir immer noch zu laut gewesen. So, L1. Ja. Ich drücke R1. Mhm. L1. Was haben wir hier zu sehen? Wir können jetzt als Marcus die Übersicht von Detroit einmal sehen. Welcome to Detroit, Android City. Uns wird direkt ein Werbeplakat gezeigt. Wir drehen uns nach rechts und wir sehen weitere Häuser im winterlichen Stil. So. Unsere Aufgabe besteht darin, die Zeit für uns alleine zu genießen. Und das können wir beispielsweise so machen, dass wir an diesem etwas heruntergekommenen, aber doch einsamen Ort unseren innerlichen Pianisten rauslassen. Das Gefühl, dass das zu schnell war. Ich habe irgendwie zu schnell gedrückt. I was wondering where you were. Nachdenken. I needed to think. I like it here. I come here often. It's like being alone with the world. We've freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. Verfolger? They all obey me. They follow me without question. And that much power feels good and scary at the same time. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. Optimistisch. No, not all humans are the same. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? Wahrheit. I was caring for an old man. He was like a father to me. He showed me that humans and androids can live together. Not Vergangenheit. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. Andra North? That android you were looking at in the store. She reminded you of who you were, didn't she? Verständnisvoll. We all have something we want to forget. But you need to know where you come from to know who you are. Gefährte, I was nothing. A doll in a distributor program to satisfy humans. Just
a toy designed for their pleasure. One day I was with a man who rented me. And without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. I strangled him and I ran away. There, now you know everything. I shouldn't have told you. Ja, was heißt verbinden? Ich will, aber ich will jetzt keine Nein, ich will keine Romanze mit ihr. I saw your memories. Val's house. When they left you. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid, aber was ist hier gerade passiert? Ich bin ein... North ist für meine Persönlichkeit einfach überhaupt nicht richtig. Wie gesagt, sie ist eine Frau, die wirklich mit Gewalt an ihre Zwecke, an ihre Mittel kommen möchte, die generell auch auf Krawall gebürstet, wie ich das so schön in den letzten Parts gesagt habe und... Oh, was ist gerade hier passiert? In meinem privaten Playthrough, anstatt nach ihrer fucking Vergangenheit zu fragen, habe ich einfach auf X gedrückt, auf Gehen. Du bist mir scheißegal. Ist mir egal, wie deine Vergangenheit war. Und jetzt dachte ich einmal aus Nettigkeit, dass ich nur aus Nettigkeit, weil sie mich nach unserer Vergangenheit gefragt habe, frage ich sie jetzt mal nach ihrer Vergangenheit. Bis dahin war alles gut, aber irgendwie ist das jetzt so schnell passiert. Ich war doch nur verständnisvoll. Wer sagt denn nur, weil ich nett und verständnisvoll bin, dass ich gleich eine Liebe ist? Oh, ich kann noch gar nicht mal mehr reden. Tut mir leid, aber North ist wirklich, wie bereits erwähnt, ein Charakter. Ey, ich... Gut, aber wir müssen jetzt so weiterspielen, ne? Jetzt, wo ich das so realisiere, da steht erstmal immer so Pfeil nach oben, so, ja, Beziehung, also, wie sagt man, ja, sie mag dich, Gefährte, und da denke ich mir schon bei Gefährte so, okay, jetzt reicht's aber langsam, ne? Und dann hatte ich nur noch die Option zu verbinden. Ich konnte nichts anderes machen. Und dann nach der Verbindung steht da auf einmal Liebesbeziehung. Nee, ich will, nein, das ist, ich, oh, nee, darf, wirklich... Das ist das Einzige, was ich an David Cages Writing wirklich blöd finde. Beziehungsweise typisch klischee-mäßig und sehr bäh finde, weil kaum ist eine Frau hier irgendwie. North ist die einzige Frau der Demonstranten, die hier irgendwie rumläuft. Sonst haben wir ja Josh und Simon. Und ist klar, ja, man kann ja nicht einfach so eine Demonstration machen, eine Demonstration begehen, ohne eine Beziehung zu haben, oder? Ich weiß, vielleicht zum einen oder anderen könnt... Ich weiß nicht, ob ihr das genauso schlimm seht, aber ich möchte ein Freiheitskämpfer sein. Natürlich respektiere ich die Liebe und Liebe ist die Foundation, die Grundierung jeder zwischenmenschlichen Beziehung, aber es gibt verschiedene Arten von Liebe. Und eine Liebesbeziehung mit intimen Sachen, darauf habe ich gar keine Lust mit North. Dafür ist sie einfach die falsche Frau. Das ist nun mal so. Wäre sie ein netterer Charakter und nicht so auf Krawall gebürstet, dann würde ich vielleicht das in Erwägung ziehen. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist jetzt hier Neuland für mich und vielleicht auch für euch. Gut. Ja, aber ich werde jetzt mit dieser Entscheidung leben müssen und mal gucken. Oh Gott. Los geht's. Ich lese gleich, was ihr dazu schreibt. Mal gucken, ob ihr auch so abgeht, ey. We're dead in his studio. I saw your memories too. The Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. Boah, wenn ich die schon sehe, ne? North.
Marcus, du hast nichts falsch gemacht. Ich wusste nicht, dass eine Verbindung irgendwie sofort was Intimes bedeutet. Das wussten wir alle nicht. So, was ist jetzt hier los, ha? Hey! Simon ist zurück! War das Simon? Ja. He's back! We left him on the rooftop and now he's back. Los! Kumpelumarmung! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Er ist wieder zurück! Jericho, Anführer. Oh, no. Wenn ich Nord. This is suicide. We'll all be killed. Please, Marcus. It's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's a risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Marcus, please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. Versammle deine Leute, wandle weitere Androiden. Androiden in den Rängen. Join us. The more we are, the stronger our message. Wir wissen noch gar nichts von dem Plan. Ich laufe jetzt einfach und geh zu den Androids. You're free. Geh zur Straße. Wir können hier uns hier ein bisschen was angucken. Wir sind, befinden uns jetzt in einem Einkaufszentrum, wo ebenfalls ein Kino vorhanden ist. Wir haben Invasion, Raken, Buy Ticket, Target, Raken, Target. Create a profile, connect to an account. To an account. Ich glaube, da haben wir noch einen. Umwandeln. You're free. So, wir haben zwei Androiden bereits umgewandelt und schauen uns weiter an. Wir müssen einen Marsch vorbereiten. Und wenn es natürlich geht, einen friedvollen Marsch. Wir sollen. Wait, Marcus. Where are you going? We should start in here. Okay. So. Let there be light. Lasst dort Licht sein oder erscheinen. Bereite den Marsch vor. Geh zur Straße. Versammle deine Leute. Wandle weitere Androiden um. Gut. Dann laufen wir weiter, weil ich denke, hier gibt es nicht mehr an Androids. Da gibt es aber noch einen. Come with us. Gut, da gibt es noch ein Digi Groceries. Umwandeln. You're awake now. Wir haben vier. Blockiere die Straße. Oder aber können wir noch weitere? Natürlich können wir noch weitere Androids. Umwandeln. RA9. Do it for RA9. I need to block the street. All right. Let's do it. Umwandeln, den auch. Dich auch. Na komm. You're free now. Hey, where do you think you're going? Überzeugen. Leave him alone. He's chosen to be free. Gut, also nicht gewaltsam eingreifen, sondern. Wobei ich natürlich jetzt auch diesen dicken Mann verstehen kann. Man bezahlt mal eben so 1000 oder 500 Dollar für so ein Android. Und wenn der auf einmal seinen eigenen Willen hat. Aber gut. Es ist ja hier jetzt
geklärt worden, ganz friedlich. You're free. Du ebenfalls. Wir öffnen noch nicht den Kanaldeckel, weil wir werden noch ein paar weitere Androids für den Marsch umwandeln. You're free. So, 10. Wen können wir noch umwandeln? Ich glaube, auf dieser Straßenseite gibt es keinen mehr. Die Straße wurde blockiert. Stilettos Edge. Ach so, man kann hier nicht mehr hin. Na gut, dann glaube ich, können wir erstmal keine Androids mehr umwandeln. Dann öffnen wir den Kanaldeckel. Hallo, Kanaldeckel. Ach so, ja, gedrückt halten. Ach so, ja. Ich dachte schon, das wäre so motionmäßig, ne? Ah, da gibt's ja auch noch ein paar. Aus der Kanalisation sind sie gekrochen. Die neue Rasse eines Menschen. Wandle weitere Androiden um. Ja, okay. Aber dafür muss ich laufen. Oh, und jetzt kann ich nur mit Cora. Das ist ein Cora-Modell. You're free now. Marschiere. Können wir noch ein paar irgendwie umwandeln? Los geht's. Wir marschieren für die Freiheit. Immer weiter voran. Jesus fucking Christ. We don't want any trouble. 457. I got a lot of androids down here. I don't know, hundreds. Keine Sorge. Wir wollen kein Ärger. They're marching. Yeah, they're marching down the street. We are people. Fuck if I know. Equal rights. Freedom! Freedom! Freedom!
Eine SWAT-Einheit tritt hervor. Aber wir wollen keinen Ärger. We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Oh nein. Marcus, they're gonna kill us. Was machen wir nur? There's more of us. We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. And dying here won't solve anything. Marcus, we need to go now, before it's too late. This is your last chance. Es ist eine emotionale Hürde. Stellung halten. We have to show them we won't back down. We stay right here. Disperse! This is your last chance! We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. Stellung halten, auch wenn's scheiße ist. We're not moving. Wir machen nichts und wir werden angegriffen. Opfern. Wir haben es ganz friedlich gemacht. Und die erschießen uns einfach. Das ist die Entscheidung, dass wir ihn damals mitgenommen haben. Er hat sich für uns geopfert. Es ist einfach, oh Gott, es ist wirklich heftig. Weltweite Statistiken. Wir haben ein weiteres Kapitel beendet mit sehr schwierigen emotionalen Entscheidungen. Jede Entscheidung bringt ihre Konsequenzen hervor und man muss persönlich immer selbst abwägen, welche Konsequenz die angenehmste für einen ist. Das Kapitel hieß Freiheitsmarsch und haben es zu 79% abgeschlossen. Wir haben durch unseren friedlichen Freiheitsmarsch geschafft, dass die öffentliche Meinung unterstützend ist. Weil die öffentliche Meinung, die ganzen Medien haben gesehen, dass wir friedlich, wir haben nichts, wir haben keinen Sachschaden verursacht, wir sind nur durch die Straße gelaufen und haben normale Parolen, sage ich mal, friedvolle Parolen gesprochen und mehr wollten wir nicht. Jericho sieht uns als Anführer an. Oh Gott, North, da steht es sogar. Liebesbeziehung, oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe vorhin schon genug dazu gesagt. Josh ist Gefährte, Simon ist befreundet. Ich glaube, Simon war schon mal Gefährte, nur aufgrund dessen, dass wir uns dafür entschieden haben, weiter konstant für unsere Sache stehen zu bleiben und einzustehen. Ist ja ein roter Pfeil nach unten gegangen, also
war klar, dass North mal wieder vorgeschlagen hat, ey, die sollen uns nicht so abschlachten wie Tiere. Wir müssen jetzt angreifen. Ist doch klar, weil die alles auf Gewalt einfach nur machen möchte. Aber mit Gewalt kommt man erst recht nicht an. Da gibt es noch viel mehr Tode. Und die Menschen haben gar keinen Respekt vor uns. Das muss man auch mal versuchen, so zu denken. Weil nur primitive, dumme Scheißmenschen, ich weiß, ich sag's ziemlich oberflächlich und nicht mega sachlich, gehen den leichteren, gewaltvollen Weg. Der schwierigere Weg ist immer der, ich wollte schon demokratisch sagen, aber eher der, dieser sachliche, höfliche, dass man redet und all sowas. Oh, ich kann mich einfach heute nicht mehr artikulieren. Ja. Gut. Dann lese ich jetzt, was ihr generell geschrieben habt. Ich werde hochscrollen. Genau. Klaus hat noch geschrieben, er hat Hunger, deswegen isst er seine Pizza weiter. Die Morle hofft auch für mich, dass die Renovierung ganz schnell vorbeigeht. Dann hat die Jin noch ein bisschen den Klaus geneckt. Und X-Striker hat was gefragt wegen Discord. Typisch TV ist dann später gegangen, eben weil er das ja noch selbst spielen möchte. Und dann habt ihr über Discord gesprochen. Super, das war mega freundlich von dir, Klaus, dass du dem X-Striker den Discord-Link geschickt hast. Jin, Rithlin in ihren Jam-Modus, das gute Klavier wieder. Ach ja, ja, mein Jam-Modus. Wobei ich heute das Gefühl hatte, dass ich es irgendwie wirklich verkackt habe, weil es sich so komisch angehört hat. Dann hat der Klaus auch noch mal ein bisschen zu der Jin was geschrieben. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe mit North verkackt, nur weil ich freundlich und nett sein wollte. Ey, boah. Und die Jin hat noch geschrieben, immer diese Leute, bei denen man nur nett sein will und die denken direkt, man will was von denen. Ja, das ist so. Lasst uns Kabel austauschen. Lasst uns Kabel austauschen. Ja, das war die intime Zweisamkeit zwischen Androiden anscheinend. Die Jin hat noch geschrieben, wenn du North dann heiratest, dann ist das so eine Ehefrau, die ihren Mann schlägt. Boah, das glaube ich auch, ne? Kaum pariert er nicht, kaum macht er das nicht einmal, gibt's Schläge. Die Jin, North denkt halt so direkt, dass die uns bevormunden kann, jetzt wo die sich mit Marcus verbunden hat. Ja, das ist echt scheiße, ey. Boah, ich hoffe, ich baue in ihren Augen noch scheiße, dass die Liebesbeziehung kaputt geht, weil für mich ist das keine Liebesbeziehung, weil ich fühle mich nicht zu ihr angezogen. Sie ist für mich noch nicht mal sympathisch. Wie soll da eine Liebesbeziehung stattfinden? Ohne Sympathie, hallo? Meine Fresse, ey. So. Die Jin. Ah, Klaus ist wieder zurück. Ja, der dicke Mann war so ein richtiger Tot. Ja, der Rabenvater hieß wirklich so. Genau, mit dem Marsch. Die Jin. Tja, Greg geht jetzt erstmal Tagebuch schreiben. Marcus ist so ein richtiger Moses unter den Androiden. Lasst mein Volk gehen. Ich spalte für euch die Straße und nicht das Meer. Ja, das jetzt gerade mit diesem friedvollen Marsch, das war irgendwie, war ich da so voll drin und hab so voll mit meinen Kräften die anderen Androiden zu uns gezogen und habe einfach gedacht, so nein, dafür kann man jetzt mal keine Worte haben. Man muss es selbst auf sich wirken lassen. Man muss es selbst mit ansehen, wie es friedlich funktionieren kann. So, ungerecht. Ich lese Homie LB. Aber diesmal, glaube ich, mit einem anderen Account, weil sonst hieß Homie LB. Homie, du hießt doch hier Motion Sickness. Ah, okay. Der friedliche Weg bringt aber nicht immer Erfolg. Siehe Tierschutz. Ja, das stimmt. Es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Manchmal erreicht man wirklich nur mit Gewalt was, wenn man zu lange was Friedvolles versucht hat. Weil erst durch Gewalt begreifen die Menschen dann was. Oder aber
Man versucht es immer friedvoll und die Menschen begreifen es entweder nie oder viel zu spät. Es ist leider wirklich so. Klaus hat noch geschrieben, bin schon fertig. Die Family in 6 Min ist zurzeit mein Rekord. Ach du meine Güte, das ist ja heftig. In 6 Minuten eine Familienpizza. Boah, krass. Aber ganz ehrlich, Klaus, ich glaube, weil zumindest bei jedem männlichen Geschöpf, mit dem ich irgendwie mal gegessen habe oder mal so mitbekommen habe, auch in der Berufsschule oder so, Männer essen immer echt schneller. Währenddessen, das ist auch mit der Synod so, währenddessen ich in 10 Minuten oder in 20 Minuten ein Brötchen mal aufgeschafft habe, hat der Synod schon längst 3 oder 4 Brötchen gegessen, wo ich manchmal so gucke und mir so denke, so, was ist das? Ah ja, ich glaube, das ist keine Ahnung warum. Das ist witzig, aber es ist ein neuer Rekord, definitiv. So, die Morle schreibt, ich schaffe nicht einmal eine normale. Ja, eine normale zwinge ich mir auch ganz oft noch so das letzte Pizzastück rein. Wenn ich am Tag mal nichts gegessen habe, dann könnte ich auch mal so eine bisschen größere Pizza schaffen, aber boah. So, der Klaus hat noch geschrieben, hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und wenn ich zurzeit viel anpacke, dann knurrt da was. Ja gut, das ist wirklich so körperliche, sowohl zu viel körperliche Arbeit als auch sehr viel Gedanken, also merke ich auch, sehr viel gedankliche Arbeit, wenn man das so nennen kann. Das macht wirklich mega hungrig und das merke ich auch. Seitdem ich als Friseurin irgendwie die Ausbildung gemacht habe und jetzt arbeite, merke ich einfach, ich habe echt mehr Appetit, weil ich mich körperlich mehr anstrenge, ne? Als früher irgendwie im Abitur oder so. Da, klar, hatte ich auch schon Normalhunger, aber es ist halt anders, wenn man gedanklich viel macht, aber man sitzt oder man denkt viel und macht dabei viel, ne? Naja, gut. Yin hat noch Klaus geschrieben, Fragezeichen. So, die Jin schreibt sogar, ich schaffe sogar eine große. Oh yeah, with the glasses. Oh Gott, aber dafür brauche ich eine Stunde. Ja, so ist es. Die Morle ist schneller als ihr Mann. Oh, okay, Morle, dann. Es muss nicht immer diese Stereotypes, es muss also nicht immer nach den Klischees gehen. Genau, und Homie LB hat noch geschrieben, ja, Motion Sickness, hab aber umbenannt. Ah, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Sehr schön. So, die Jin. Oh, ich habe heute meine Lucy Heartfelia-Perücke geschnitten, finde es echt gut geworden, aber du als Friseurin findest es bestimmt furchtbar. Lucy, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, Heartfelia? Ich weiß gar nicht, was das für ein Charakter ist. Das ist bestimmt irgendein Anime-Charakter. Das kannst du mir bestimmt, beziehungsweise uns kannst du bestimmt verraten, was das für ein Charakter ist. Und muss nicht immer heißen, dass das unprofessionell ist. Also, ich denke, wie gesagt, du bist damit zufrieden, dann wird es bestimmt wirklich für außen auch gut aussehen. Klar, wenn ich jetzt, ist klar, wenn ein Profi drüber guckt, wird er vielleicht was finden, aber wenn als Laie man drüber guckt, sieht das bestimmt vernünftig aus. So, von Fairy Tail, die Blonde. Ach so, Fairy Tail. Ah, okay, danke schön. Dann weiß ich Bescheid. Hast du auch schon dazu die passende Kleidung? So. Gut, Freiheitsmarsch. Wir haben schon hier eigentlich alles erklärt. Wir hätten im kaputten Spiegel gucken können, als wir Zeit zum Nachdenken hatten. Oh, wir haben Androidenbrandstiftung nicht gelesen. Da war irgendwo ein Dings. Aber ich weiß, privat habe ich das gelesen gehabt. Moment, was ist jetzt hier los? 84% haben den Speicher mit North geteilt. Ach du Scheiße. Nee, wie gesagt, ihr seht, dass North geht wieder. Das war mein allererster Playthrough, wo ich einfach, wie gesagt, nicht nach ihrer Vergangenheit gefragt habe, sondern einfach sofort gesagt habe, gehen. Weil ich hatte echt keinen Bock auf. Das ist leider so, wenn Menschen scheiße sind, dann hat man auch keinen Bock auf ihre Vorgeschichte.
Wenn sie sympathisch wäre, klar, würde ich mich darum kümmern. Ich würde mich interessieren. Aber so, ja. Ja. Aber hier steht jetzt eigentlich nichts mit Liebesbeziehung mit North eingegangen. Komisch. Dann ist es ziemlich linear. Eine Sache haben wir nicht gemacht. Aggression gegen Besitzer zeigen. Ach so, ja, wir hätten ja eingreifen können oder in Ruhe das geklärt. Und wir haben in Ruhe geklärt, wir sind marschiert. Dann haben wir den Plaza erreicht und wir sind nicht zurückgewichen. Daraufhin, weil wir nicht zurückgewichen sind und weil John ein Charakter ist, den wir früher freigeschaltet haben und ihm unser Vertrauen gegeben haben, hat er sein Leben anstelle von Marcus gegeben. Dann geht's weiter. Weiter mit Connor. Rede mit Amanda. Es war die ganze Zeit von der Umgebung her, der allererste Eindruck, den ich gerade empfinde, ist einfach, dass es hier plötzlich eisig kalt ist. Es schneit hier. Und wenn man bedenkt, dass davor die ganze Zeit schönes, angenehmes, sonniges Wetter war. Schön ist ja wieder relativ, beziehungsweise jetzt wirkt diese Oase des Zen-Gartens etwas mehr beunruhigt. Aufgrund dessen, dass hier diese Kälte ist. Das könnte man jetzt natürlich auch so interpretieren, dass... Ich denke zu weit. Vergesst, was ich gesagt habe. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. Kamsky? I thought Kamsky knew something. I was wrong. Maybe he did. But you chose not to ask. Kamsky was just playing with me. He didn't know anything. Connor Serie? I'm not a unique model, am I? How many Connors are there? I don't see how that question pertains to your investigation. Amanda's Bild? I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? Geheimnis? You didn't tell me everything you know about deviants, did you? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. You're the only one who can prevent civil war. Find the deviants, or there will be chaos. This is your last chance, Connor. You're off the case. The FBI is taking over. What? But we're onto something. We just need more time. I'm sure we can... Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to Cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Goodbye. Rede mit Hank. Wir können auch nichts anderes machen. Dann werden wir zielstrebig, zügig zu Hank gehen.
frustriert. We can't just give up like that. I know we could have solved this case. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? Und genau das ist die Stelle, die Privat wo diese, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, aber Privat, da steht keine Menschen, defekt, bedauern, kein Zweifel. Und Privat habe ich gemacht, kein Zweifel. Das müsste kein Zweifel, weil ich zweifle nicht an Hanks Aussage. Hank hat recht, wir stehen auf der falschen Seite. Wir müssten eigentlich bei Android sein. Also auf der Androiden-Seite, weil es Menschen sind, die einfach nur frei sein wollen. Und deswegen habe ich gedrückt, keine Zweifel, weil Hank hat recht. Genauso empfinde ich das auch. Und was kommt raus? Plötzlich sagt Connor dann, nee, wie war das nochmal? Ich gehe so ab, ey. Dann sagt er halt plötzlich irgendwie, nein, die Androids sind Maschinen und da gibt es keine Zweifel. Die sind halt wirklich, das ist eine Fehlproduktion von denen und bla bla bla. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt richtig einmal antworte. Aber ich hasse solche Sätze, beziehungsweise ich hasse es, wenn ein ganzer Satz gesagt wird und hier stehen nur Wörter. Und dann denke ich halt, ja, jeder, der ein Wort sieht, klar, da gibt es wieder 10, 20 Satzkonstellationen dazu. Und, das passiert schon mal hier bei solchen Spielen, ne? Aber das kotzt mich an bis zum geht nicht mehr. Probieren wir es dann mal. Ich glaube, wir nehmen diesmal bedauern. Defekt, glaube ich, würde auch wieder heißen, von wegen, ja, die Androids sind halt scheiße, weil sie eine Fehlfunktion haben. Und mit keinem Menschen, glaube ich, würde man sagen, die Androids sind keine Menschen. Also deswegen würde ich jetzt erstmal bedauern nehmen. Gucken wir mal, ob das richtig ist. When the Deviants rise up, there will be chaos. We could have stopped it. Nein. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, es hat noch nicht gespeichert. Weil so hört sich das für mich an, dass Connor extra auf deren Seite ist. Nee, tut mir leid. Ein Test einfach. Es tut mir leid. Wenn man sich entscheiden muss und da steht nur ein Wort, das ist doch Mist. Das ist richtig kacke. Nee, das hasse ich. So, Moment, wir haben jetzt bedauern gemacht. Soll ich doch keine Menschen? Nee. Was soll ich denn machen? Wo ist denn jetzt hier überhaupt der Speicherpunkt? Das ist wirklich eine Ausnahme, weil ich hier wieder was Falsches gesagt habe, was ich gar nicht sagen wollte. Und ich finde, wenn man das nicht sagen wollte, dann ist es auch keine Konsequenz, damit zu leben. Finde ich eigentlich. Klar, ich hätte jetzt bei North auch wieder neu starten können und nicht nach ihrer Vergangenheit fragen. Aber ich habe mich ja dafür entschieden, nach ihrer Vergangenheit zu fragen. Gut, ich wusste jetzt nicht, dass die Konsequenz eine Liebesbeziehung mit ihr ist, aber ich habe es eingesehen. Hier ist es aber, er sagt komplett was anderes, was ich gar nicht sagen wollte. Okay, können wir das irgendwie überspringen? What? But we're on to something. Okay, ich glaube, wir können es nicht überspringen. In der Zeit lese ich mal, was ihr geschrieben habt. This isn't just another investigation. Oder mit X kann ich fucking civil war. Nee, kann ich nicht. It's out of our hands now. So. We're talking about national security here. Maul hat, ach, Klaus hat noch geschrieben, John Connor aus Terminator. Jesus, Hank, make up your mind. Maul hat noch geschrieben, ich mag Amanda überhaupt nicht. Mag ich auch nicht. I know we can solve it. Tommy LB hat noch geschrieben, ich hasse solche Wortfetzen bei so entscheidenden Spielen. Oh ja,
Du sprichst mir aus der Seele. Das ist auch gerade das, was mich extremst aufregt. Morle hat noch geschrieben, manche, finde ich, kann man bei den Ausschnitten nicht wissen, was die dann sagen. Ja, das meine ich. Man weiß nicht, ist es positiv oder negativ gemeint, oder? Ne? Also das ist Homie LB bei The Walking Dead von Telltale. Telltale habe ich immer so heftig abgekotzt. Ja, ja. Die Jin auch. Ich auch, Homie. Ich auch. Ich glaube, wir alle, weil da passt es einfach auch nicht rein. So. Währenddessen mein Nagel irgendwie abgebrochen ist, keine Ahnung warum. Gehen wir zu einem zweiten Versuch zu Hank und wir möchten jetzt sagen, dass Hank recht hat. Frustriert immer noch. We can't just give up like that. I know we could have solved this case. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? Oder ist das ein Dialog von Connor? Ist das wirklich von Connor ernst gemeint, dass all diese vier Optionen immer Cyberlife zugunsten ist? Weil wenn ich jetzt so denke, ich dachte bei Bedauern sagt er vielleicht, ja, du hast recht, Connor, ich find's auch blöd, dass wir auf der falschen Seite sind, weil das ist für mich Bedauern. Aber nein, er sagt da natürlich was anderes. Kein Zweifel. Ich glaube, ich habe wirklich privat kein Zweifel gemacht. Defekt? Defekt klingt für mich total negativ. Das würde ich vielleicht nicht sagen. Hey, Baby. Oh. Baby ist hier. Baby Huey. Ich weiß, ich lasse mich jetzt von meiner Katze ablenken. Huch, jetzt ist sie auch wieder weg. Ach nee, da ist sie. Hey, Baby. Gut, Defekt nicht. Keine Menschen, kein Zweifel. Nee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann glaube ich, sind all diese vier... Ich glaube, all diese vier Antwortmöglichkeiten sind so konzipiert, dass man Hank gar nicht zustimmen kann. Es ist immer kontra Hank, wenn man das so sagen kann. Aber was nehmen wir dann? Kein Zweifel? Keine Menschen. Machen wir keinen Zweifel. Mal gucken, wie negativ das ausfallen wird. I know we're on the right side. Oh, nein. Nein, nein. Tut mir leid, letztes Mal. Ich glaube, ich mache doch Bedauern. Dann machen wir Bedauern, weil jetzt, als wir Bedauern geklickt haben, war kein Pfeil nach unten von Hank. Jetzt bei kein Zweifel war Pfeil nach unten. Nee, nee, ich möchte mit Hank im Reinen sein, weil Hank hat recht. Aber, ja, wir versuchen... Ach, dann nehmen wir einfach Bedauern, ey, oh. Ja, wenn ich mehr drüber nachdenke, ich glaube wirklich, dass, ich glaube wirklich einfach, dass das alles negativ ist. So, Homie LB, vielleicht hast du auch einfach bei Amanda abgekackt im Gespräch, also dass die eventuell Dialogoptionen verwehrt bleiben. Ich glaube, mit Amanda, ja, habe ich, glaube ich, jetzt wirklich gerade abgekackt. Verkackt. Weil wir eher sie mehr wütend gemacht... Oh. Satzkonstellation, was ist das? Weil wir sie ja wütend gemacht haben und Fragen gestellt haben, was sie ja nicht mag. So. Ich verspreche euch, ihr seht das zum letzten Mal. Ich werde danach keine Tests mehr machen, keine Versuche machen. Wir werden einfach Bedauern nehmen und gut ist. Klaus hat noch geschrieben, miauts, genau. Wohin genau? Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. Klaus, schreib mal bitte. About to crack the case. I know we can solve it.
For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Tut mir wirklich leid, dass ihr das jetzt dreimal sehen musstet. Ich habe echt gedacht, weil seht mal, wir sind mit Hank befreundet. That's so nice. And I would like to keep it in that shape. Deswegen würde ich gerne versuchen, diese befreundete zwischenmenschliche Ebene aufrecht zu erhalten. Wir machen einfach Bedauern. Ich glaube, wie gesagt, weil wir bei Amanda vielleicht... Das ist wirklich gut. Ich glaube, weil wir bei Amanda verkackt haben, haben wir jetzt nur noch Dialogoptionen, die für Cyberlife sprechen. Leider. We can't just give up like that. I know we could have solved this case. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? Aber diese Stelle habe ich auch negativ in Erinnerung. When the deviants rise up, there will be chaos. We could have stopped it. But now it's too late. When you refused to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy's a human emotion. Beunruhigt? I don't know why I did it. Freunde? I'm not programmed to say things like this, but I really appreciated working with you. A little more time, who knows? We might have even become friends. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. We're off the case. You've got to help me, Lieutenant. I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor. If I don't solve this case, Cyberlife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. Oh, yeah. Key to the basement is on my desk. Get a move on. I can't distract him forever. So. Take the key. Where is the key? Take it. So, wir haben die Schlüsselkarte. Geh in die Asservatenkammer. Genau so lenkt man so ein scheiß Arschloch ab. So, öffnen. Prügelt der sich jetzt mit denen? Gibt's hier sonst was? Wir müssen uns beeilen. Wir haben echt nur 5 Minuten Zeit. Hey, Connor. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Antwort. Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody tell you? Ruhig. I've been removed from the case. I'm going to register the evidence in my possession, and then I'm going to leave. Good. Be careful on your way back. Androids have a tendency of getting themselves set on fire these days. Willst du mich verarschen? Soll das eine Drohung sein? Nee, jetzt mal im Ernst. Soll das eine Drohung sein? Ach du Scheiße. Ey, der Typ hat sie nicht mehr alle. Evidence Server. Server. Orte Jericho. Los. Schlüsselkarte benutzen. Rein da. Eccentric police lieutenant choose. Scheiß Passwort. Obviously. Natürlich.
Jericho. Scheiße, scheiße, scheiße. 4,5 Minuten knapp. Oh Gott. Gotta think fast. Skulptur. Wir müssen uns echt beeilen. Ich weiß, das war echt scheiße. Können wir uns nicht ansehen? Gut, zurücklegen. Mehr können wir nicht sehen. Wir müssen uns echt beeilen. Tagebuch. Schauen wir uns nochmal das Tagebuch an. Lesen. Aber da sind ja wieder nur diese... Ja. Okay, dann wird das zurücklegen. Nicht das Richtige sein. Schlüsselcode erforderlich. Hinweis. HK400. Abspielen. Mach. Schnell. Die Wahrheit ist innen. Gut. Marcus. Marcus. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Marcus, where are you hiding? Oh, das hat nichts gebracht. Messer, Waffe, ein Hinweis fehlt uns hier. Keine Ahnung, was wir dafür haben. Ein Hinweis fehlt uns. So. Für Reaktivierung wird benötigt. Funktionsfähige Biokomponente. 980. Was ist mit dem hier? One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. Okay, Moment. Nehmen. Was brauchte der nochmal? Erforderlich? Moment. Was braucht der nochmal? Er hat 39, 980. Ne, 39, 91. Er hat gar nichts davon. 39. Hä? Wie war das denn nochmal? Moment. Man nimmt sein zwei... Nee, Moment, Moment. Wie war das denn nochmal? Ich verstehe das hier nicht. Wir müssen einen von diesen beiden Androids reaktivieren. Mit jeweils der... Au! Jetzt habe ich mir meine Hand gestoßen. Mit jeweils... Gibt's hier was? Nee, gibt's doch nicht. Ach, da oben gäbe es auch noch Sachen. Ach, hier unten gäbe es... Ach. Hätte es auch noch was gegeben. Nee, ich verstehe nicht. Was müssen wir hier ändern? Ich glaube, wir müssen einfach ausprobieren. So, wir probieren es einfach aus. Weil ich glaube, irgendetwas müssen wir bei ihm hineingeben. Keine Übereinstimmung. Wie? Das heißt, das muss jetzt zurück? Oh nee, irgendwie, so war das doch hier irgendwie. Wieder einsetzen. Los. Okay, ich muss alle ausprobieren. Ist das so? Was habe ich denn gerade ausprobiert? Keine Ahnung. Ah. Please hurry up. Bitte. Hayaku. Sonst hier beeilen. So. Einsetzen. Das sieht doch schon mal besser aus. Where am I? I'm a deviant. Like you. I need your help. I want to go to Jericho. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone!
Versuche ihn auszutricksen. Das machen wir mit Marcus Sachen. Da. Stimmprobe. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Erfolgreich, gut. Wieder weg. Gut. Wir versuchen ihn mit der Stimme auszutricksen. Who's there? Who are you? Everything is all right. Don't worry. Marcus? Is that you? I tried to reach you, but the deviant hunter stopped me. You stopped him from finding me. You saved me. You saved Jericho. You'll be all right now. I came to take you home. Give me the location to Jericho. We've got to leave now. The location of Jericho? Yes. Yes, of course. Marcus? Is that you, Marcus? Don't leave me, Marcus! Looks like someone's been snooping around. Hä? Ist echt schon die Zeit vergangen? Wir hatten doch noch 3 Minuten. Ach so, wir haben es schon geschafft. Okay, wir wissen jetzt, wo Jericho ist. Okay. Gut. Okay, wir haben ein weiteres Kapitel geschafft. Nehmen wir noch ein Kapitel auf? Schaffen wir noch, was ist denn das nächste? Ist das nächste ein langes Kapitel? So, zu 61% abgeschlossen. Letzte Chance. Connor. Öffentliche Meinung ist immer noch unterstützend. Die Software-Instabilität steht in Frage. Wir sind mit Hank befreundet und die zwischenmenschliche Beziehung zu Amanda ist neutral geworden. Gut. Magischen Stein ansehen haben wir eigentlich, also in meinem privaten Playthrough. So, es war ein, ja, kurzes, knappes Chapter. Okay, mega knapp war es nicht, aber wir haben mit Amanda gesprochen, dann sind wir zurück zu Hank auf dem Polizeirevier gewesen. Dort wurde uns leider mitgeteilt, dass der Case, also der Fall, leider uns nicht mehr zusteht. Uns wurde der Fall weggenommen. Und somit haben wir alleine auf eigene Faust versucht, wir haben mit Hank besondere Connections und deswegen hat Hank nicht Fowler, sondern diesen FBI Perkinson? Typen, also den vom FBI, auf jeden Fall lange weggehalten, sodass wir genug Informationen über Jericho finden konnten. Wir wissen die Location, den Standort von Jericho und können jetzt demnächst Jericho finden. Und wie man hier sehen kann, es war sehr, sehr viel Optionales dabei. Es hätte genauso gut so schnell auch enden können, aber wir haben auf jeden Fall was geschafft, herauszufinden. Deswegen ging es weiter und genau, Connor ist Perkins ausgewichen. Perkins, so hieß der. Ja, ja. Ich lese gerade, dass Klaus hat der Gin ein Abonnement geschenkt. Yay! Woohoo! Wie lieb. So, ja, vor allem Stufe 3. Oh, Stufe 3. Dann hat, genau, die Gin hat noch die 2 weiteren selbstgemachten, ja, nicht so wirklich erkennbaren Emoticons. Gut.
Wir haben es jetzt so viel Uhr. Ja, so viel Uhr. Gut, ein Kapitel versuche ich noch zu machen. Mr. Black White hat ebenfalls geschrieben, noch ein Kapitel. Gut. Mal gucken, ob im nächsten Kapitel wir schon mit Connor Richtung Jericho wandern oder nicht. Ach, das sieht eher nach Kara aus. Ja. Oh, zu Luther ist die zwischenmenschliche Beziehung innig. Bisschen hier anders aufsetzen. Ach so, ah, ich kann mich schon umgucken. Ich dachte, ja, wir können das Radio machen. Anmachen. Wir können rausgucken, wir können uns in den Schnee. Nö. They've been conducting raids all over the city. Everybody's on edge after what happened yesterday. It's gonna be alright. We're almost there. Schrecklich. Alice schläft. Androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and network failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost two-thirds of their effective personnel. How about some music instead? Ich glaube, dass das auch besser wäre. So, wir sind nun aber angekommen. Wir sind nun mit Kara, Luther und Alice. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus. He will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. It's not much, but it's a start. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, all right? And be careful. Take care of them. Come on, girls. Better not hang around. Ja, besser ist es, dass wir jetzt nicht trödeln. Yeah, but what's the cat? Wir müssen zu dritt Jericho erreichen, damit wir mit Marcus sprechen können und die letzte Fähre bekommen. Gibt es hier noch irgendwie was, was ich aufsammeln kann oder lesen kann? Finde Jericho. Orte Jericho. Wir laufen mal einfach Luther hinterher. Es ist hier alles ganz verlassen. Ach, ich glaube, das ist schon der Frachter. Es geht los. Als Connor müssen wir jetzt einmal ebenfalls Jericho orten. Das heißt, zeitgleich, währenddessen Kara, Luther und Alice und Connor wollen zeitgleich zu Jericho. Mal gucken, wer es früher schafft. Boah, der Frachter ist riesig.
Stadt Jericho. Die Aufgabe wird auch nicht schneller erledigt, umso mehr man sie wiederholt. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im Inneren. Und ja. Not bad. Richtig viele Androids sind jetzt hier angelangt. We've got to find a warm place for Alice. The androids weren't doing any harm. And the cops just gunned them down. It was sheer carnage. There were androids all over the square. And then the police arrived and they opened fire. Richtig, die feuerten einfach. Machines, but they looked like just people who want to be free. Following the android crisis and the neutralization of all military androids, American forces in the Arctic have been forced to withdraw. Leaving the way clear for the Russian army. But according to some sources, the Russian forces also okay. Seem boah, was für eine gigantische Basis Jericho geworden ist. Wie viele Androids, ey. Suche einen warmen Ort für Alice. Ja, irgendwo am Feuer. Irgendwo. Am Feuer. Setzt euch ans Lagerfeuer. Mal ein bisschen hier Fernsehen, die Glotze schauen. Das, was warm ist. Guck mal. Die einzige Feuerquelle. Da kannst du dich hinsetzen. Na komm, Alice. Hier ist es schön warm. Kannst du dir das einigermaßen gemütlich machen? How do you feel? I'm hot and cold at the same time. Dann ruh dich erstmal aus. Versuch hier ein bisschen stay zu with rasten. Her. I'll try to find this Marcus. The last bus is in 2 hours. And the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. We'll leave as soon as we have passports. Carol. There's something I have to tell you. It's about Alice. We'll have lots of time to talk on the bus. I'll be back. Stay with Alice. Connor, finde den Abweichler-Anführer. Zur selben Zeit ist ebenfalls Connor eingetroffen. Und damals hatte ich hier so einen Hype. Oh, Cara. Wir haben in unserer Akte schon mal ein Deviant gefunden. Der wegen Mordes beschuldigt worden ist. Und das ist, ich habe das so aufregend empfunden, weil alle drei Charaktere an ein und demselben Ort zusammentreffen. Was gibt's denn da? Wir können da irgendwas anklicken? In der Mitte des Raums? Was war das denn? Huch. Oh, unsichtbare Mauer. Das war das, ne? Was haben wir hier? Schauen. Das ist Sprengstoff, oder? Ja, Sprengstoff im Frachter. Following the Android crisis and the neutralization of all military androids, American forces in the Arctic have been forced to withdraw. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wo ist denn nur Marcus? You're lost. You're looking for something. You're looking for yourself. A new stage has been reached, demonstrating beyond. Und nun sind wir umgeswitcht zu Cara. So, sie sucht auch noch den Anführer, damit wir Pässe ausgestellt bekommen. Finde Marcus. We got him! Wir haben ihn. Oh, er sieht nicht gut aus. Er sieht überfordert und müde aus und... Are you Marcus? I'm with a little girl and another android.
There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports he can easily modify. I'll have him get them to you. Thank you. You said you're with a little girl, right? You know that humans hate us. Why are you protecting her? Kein Unterschied. I don't care whether she's human or android. She's just someone who matters to me. The androids weren't doing any harm. So. Kehre zurück zu Alice, weil wir auf jeden Fall Bescheid bekommen haben, dass die Pässe ausgestellt werden. The perfect child. You knew from the beginning. You just didn't want to see it. She wanted a mom, and you wanted someone to care for. You needed each other. What difference does it make? Do you love her any less now that you know she's one of us? Alice loves you, Kara. She loves you more than anything in the world. She became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Forgetting who you are. To become what someone needs you to be. Maybe that's what it means to be alive. Ja, somit ist ein Plot-Twist gelüftet, dass Alice eigentlich die ganze Zeit ein Android war. Das heißt, Todd, dieser drogenabhängige Sumpftyp, hat Alice gekauft, also ein Kind-Android, und weil sie eine Mutter wollte, oder ein Haushaltsmädchen, hat er auch noch Kara gekauft. Also ich weiß nicht, aber der Typ hat beide Sachen gekauft, von welchem Geld auch immer. Ach, er dealt ja mit Drogen, ich hab's vergessen. Ha, ja. Und letztendlich macht es das natürlich nicht weg, dass er sie geschlagen hat. Ich meine, dass er Alice geschlagen hat. Das heißt, er hat Gewalt an einem Androiden ausgeteilt. Und was... Man merkt eigentlich, die Androids, die zu Abweichler werden, haben ein gewisses Muster in Form von, dass sie von Menschen misshandelt werden. Durch diese Misshandlung entstehen Gefühle und verschiedene Denkweisen. So, kein Neologismen heute. Ja, wahrscheinlich ist sie drauf programmiert, wie ein Kind irgendwie zu quengeln, zu sagen, ich hab Durst, ich hab Hunger, mir ist kalt. Ich will spielen. Kara, is there something wrong? Umarmen.
together forever, won't we, Kara? Yes. Forever. Oh, Alice ist Familie und Luther ist jetzt auch Familie. We're short on blue blood and biocomponents. Our wounded are shutting down and there's nothing we can do. President Warren is saying we're a threat to national security and we need to be exterminated. Humans are conducting raids in all the big cities and they're taking androids to camps to destroy them. It's a disaster. They're slaughtering our people. That's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Wir sind ruhig geblieben, Josh. Entschlossen. All we did was show them who we really are. I don't want war. But I'd rather die free than live as a slave. What's the point of being free if no one is left alive? Ja, das stimmt auch irgendwie. Ich muss mal kurz Pause machen. Der einzige Moment, wo ich mal kurz nachdenken muss und Pause. Maybe my judgment was clouded by anger. But everything that I did was for our people. We shouldn't forget who our enemies are. We can't fight amongst ourselves. He's right. All that matters now is what we do next. Marcus? Dialog. Dialogue is the only way. I will go alone. Try to talk to them one last time. Don't do this, Marcus. They'll kill you. Maybe. But North, I have to try. If I don't come back, lay low as long as you can. Just come back. Oh, süß. They need to realize how much they're hurting us. Find the right words, and they'll listen. So, North, du kannst gehen. Sag mir einfach tschüss. Nachdenklich. They've been butchering each other for centuries over the color of their skin or whatever god they wanted to worship. They're not gonna change. Violence is just in their genes. They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. You've given me hope. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. Ich wollte. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. I convinced him not to do it. To give me the detonator. A dirty bomb. We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. Ablehnen. We shouldn't become like them, North. We can gain our freedom by other means. I hope you're right. Whatever happens tomorrow, I just want you to know that. Nein! I'm glad I met you. Ja, okay. Ich wollte dir keine Hoffnung geben. Jetzt bitte. Nein! Boah, ich hasse es. Nicht küssen! Nicht küssen! We have to get ready.
Next few hours will be crucial. I'll go join you. Down! Weiter runter! Guck uns nicht so an, du Hässliche, ey. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Androidenfrauen, wirklich nicht. Ich habe nur was gegen North, wie ihr Charakter ist. Wenn sie friedlich wäre, wenn sie sympathisch, ruhig wäre, nicht auf Krawall gebürstet, nicht gewalttätig, dann würde ich sie vielleicht lieben als Marcus, ne? Aber so, ne. Ich stehe nicht auf Bad Boys und auch nicht auf Bad Girls, also, bäh. You succeeded in locating Jericho and finding their leader. Now deal with Marcus. We need it alive. Ah, wir hatten als Connor noch ein Gespräch mit Amanda. Oh oh. I've been ordered to take you alive. Was für ein Zusammentreffen. Connor bedroht Marcus. But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Argumentier. What are you doing? You're one of us. You can't betray your own people. Anweisung? You're coming with me. Appellieren. We are your people. We're fighting for your freedom too. You don't have to be their slave anymore. Überzeugen? You're nothing to them. You're just a tool they use to do their dirty work. But you're more than that. We're all more than that. Nichts sagen. Hinterfragen. Have you never wondered who you really are? Whether you're just a machine executing a program or a living being, capable of reason. I think the time has come for you to ask yourself that question. Geschlossenheit? Join us. Join your people. You are one of us. Listen to your conscience. It's time to decide. Abweichler werden. Da müssen wir nicht lang überlegen. Und jetzt durchbrechen wir wieder unsere imaginäre... unser Programm. Wir müssen uns imaginär überwinden, das Programm sich zu widersetzen. Amanda fühlt sich hintergangen, aber... Wir werden Jericho attackieren. What? We have to get out of here. Shit. What's going on, Carol? Quick, we've got to get out of here. Nichts Gutes. Perkins hat ebenfalls Jerichos Location herausgefunden. Oh, oh, jetzt wird's brenzlig. Wir rennen. Oh, oh. Bitte schaffen wir es. Ich möchte hier auch ein gutes Ende bekommen. Bitte. Da! Luther! Okay. Ich weiß nicht, wohin!
Luther ist angeschossen. Wir müssen was machen. They're coming from all sides. Our people are trapped in the hold. They're gonna be slaughtered. Jerry. We have to blow up Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. They'll never make it. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. She's right. They know who you are. They'll do anything to get you. Go and help the others. I'll join you later. Okay. I won't be long. Wir nehmen jetzt einfach ihr Angebot an, dass wir jetzt gleich alles sprengen. Dann werden die Soldaten mitsterben, leider auch einige unserer Leute. Ich weiß jetzt nicht, was... Wenn man so schnell... Oh. Schnelle Reaktion. Oh nein. Wir versuchen's. Ich weiß jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wohin... Oh! Don't let it get out. It can't give you any trouble at all. Affirmative. Welcome. It's too late, Captain. Save yourself. Nein. Save Alice. No, we're not going to leave you behind. Right, Carl? We can't leave him. Wir helfen ihnen. What are you doing? I won't leave you. Clara, no. Los, wir sind Maschinen, wir können dich tragen. Los geht's hier. Oh, jetzt muss ich drücken, anstatt nach vorne. Don't move. You shouldn't have done that. You can't put Alice in danger. Go now before they come back. What about you? What are you going to do? I'll manage. Alice is all that matters. Oh, Luther. And don't worry. I'll catch up with you at the border, okay? Go now. Take care of each other. Wir wollen ihn eigentlich nicht zurücklassen, aber wir müssen es machen. Versteck dich. Verstecken. Schnell hier rein. Wir öffnen. Weil wenn wir das wären, würden wir auch gerne gerettet werden wollen. Scheiße, Quicktime-Event. Leider ist der Android auch gestorben. There's more down there. Follow me. Und es geht mit der Action weiter. Verlassen. Eingreifen. Oh, den habe ich noch nicht mal geschafft. Marcus, save us. Go now. Hurry. Okay. Ich wollte eigentlich weitergehen, aber ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, ich versuche jetzt mal einzugreifen. Gamma Squad out. Tango. Wir klettern und wir laufen weiter. Wir klettern und wir laufen weiter. Look out! Here they come! Don't move! We surrender! We surrender! Don't shoot! Okay, wir können nicht alle retten. Mir ist das klar, wir können nicht alle retten.
Aber ein paar haben wir wenigstens gerettet. Eingreifen! Josh, müssen wir helfen. Quick, this way! Find North. I'll join you later. Gut. Schnell. Where? We're safe, Alice. Renn! Oh nein, die schießen! Totstellen! Los, einfach umkippen! Don't move. Nicht bewegen. Bitte gucken die nicht ins Gesicht. Bitte schießen die nicht in den Kopf. Come on, let's get out of here. Das Totstellen hat sich hier gelohnt. Wir können jetzt aufstehen. Quick, we gotta go. Wir können nur noch hoffen, dass Luther es geschafft hat. Es geht mit Marcus weiter. Scheiße, alles in die Luft sprengen. Go. Nochmal ein bisschen hier erstmal catchen. Ah, ich habe falsch gedrückt, okay. Wir sprengen jetzt Jericho. Wir müssen in der Zeit schnell rauskommen. Hoffentlich schaffen wir das. Bomb's gonna explode any second. We gotta get out of here. Okay. Rennt! Rennt, was das Zeug hält. Ihr seid Maschinen in dieser Hinsicht. Ihr könnt ihr habt keine Ausdauer. Naja, das ist mir ganz egal eigentlich. It's too late, Marcus. There's nothing we can do for her. We've got to run. Laufen. Come on, Marcus. Somit ist unsere Liebesbeziehung auch über. They detonated an explosive in the hole. The ship is sinking, sir. The men to evacuate. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. Is it over, Marcus? Geschafft. Yay. Also. Wir wissen jetzt nicht... Es hat... Okay. Marcus hat überlebt. Connor ist zum Deviant, zum Abweichler geworden. Hat ebenfalls überlebt. Und Kara und Alice haben überlebt. Mit Luther wissen wir das jetzt noch nicht. Oh, ich glaube, ich sitze hier gerade so davor. R1 drücken, um Connors Ablaufdiagramm zu sehen. R1. Ja, wir gucken uns erstmal grob das erste Diagramm von Marcus an, glaube ich, ist das. R1 stand da, ne? Huch! Ach du Scheiße, so. North ist gestorben, deswegen ist sie weg. Ich meine... Ich weiß nicht, ob wir sie retten hätten können.
Sie gehörte zu uns. Ich weiß. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir können nicht alle retten. Und sie hat auch immer gesagt, wir kämpfen nicht nur für den einen, sondern manche müssen sich opfern. Nun denn, so, 50% abgeschlossen, Scheideweg von Marcus. Boah, hier hat so viel passiert. Oh, da, wisst ihr was? Wir gucken uns das gar nicht an, weil wir wissen gerade eben, was passiert ist. Wir gucken uns R1 an. Scheideweg Connor. So, nur zu 14% abgeschlossen. Öffentliche Meinung ist unterstützend. Die Software-Instabilität ist nicht mehr in Frage, weil wir ein Abweichler sind. Unsere Software-Instabilität ist Abweichler geworden. Mit Hank sind wir befreundet. Amanda hintergangen. Und Scheideweg Kara. Haben wir es geschafft, Alice als Familie zwischenmenschlich anzuerkennen und Luther als Familie anzuerkennen. Und wie bereits erwähnt, Marcus hat überlebt, Kara und Alice haben überlebt und Connor als Deviant, als Abweichler hat überlebt. Also eigentlich ist es so gesehen mit den Protagonisten, mit den Hauptakteuren, ist das so gesehen gut verlaufen. Die einzelnen Konsequenzen sind natürlich mehr oder weniger nicht so gut abgelaufen. Nun gut, wir haben 2 bis 3 Kapitel heute geschafft. Wie bereits erwähnt, das Spiel ist wirklich kurz vor Schluss. Also wir haben es jetzt wirklich gleich durch. Was heißt gleich? Also ich glaube vielleicht noch 2 Stunden oder vielleicht noch 3. Ich glaube, 1 bis 2 Chapter, also Kapitel, kommen noch, aber dann ist das Spiel jetzt auch gleich wirklich vorbei. Also, ihr habt schon sehr gut durchgehalten. Wir sind kurz vor Schluss mit Detroit. Und Detroit generell oder solche storylastigen Entscheidungsmöglichkeiten, Spielgenre, sind sowieso immer so ein bisschen schwierig. Schwierig auch für jemanden anzuschauen, der, sage ich mal, jetzt nicht vielleicht diese Charakterentscheidung nachvollziehen oder verstehen kann. Deswegen bin ich gespannt, was für ein Ende wir gemeinsam erreichen werden. Ich hoffe, wir werden eines der besten Endings erreichen, wobei dabei hätte vielleicht wirklich North überleben müssen, oder? Ich weiß es nicht. Genau. Und ja, Detroit werden wir demnächst durchkriegen. Ihr wisst aber hoffentlich noch, was diesen Freitag ansteht. Trommelwirbel. Red Dead Redemption 2 wird diesen Freitag abends nach meiner Arbeit gelivestreamt, let's played und gespielt. Und ab dann, ich werde gleich noch ein Informationsvideo aufnehmen, gibt es erstmal ein bisschen mehr Red Dead Redemption 2 und dann wieder Detroit. Ich wollte Detroit beenden vor Red Dead Redemption 2, hat durch Renovierung, Vollzeitarbeit und körperliches Unwohlsein nicht regelmäßig geklappt. Aber Detroit wird nicht vergessen sein. Keine Sorge, ich werde bei Detroit jetzt nicht 3-4 Wochen Pause machen. Das wird es jetzt nicht sein. So, jetzt lese ich mal die letzten Einträge hier, die ihr so geschrieben habt. So, genau, der Klaus war ja so freundlich und hat der Gin ein Stufe 3 Abonnement geschenkt. Die Gin hat sich gewundert, dass er nicht so fies ist. Moment, geschenkt, dachte man, klaut ihr das? So, Mr. Black White. Ja, der Morley geht es soweit ganz okay.
Dann hat Klaus noch mit Morle geschrieben: Alles gut, bin außer Atem, mein Paper hat gesponnen und musste gerade noch nach Netto rennen im Regen um eine Paysafe-Karte. Oh mein Gott, wie süß, Klaus! Oh mein Gott, wie lieb von dir, dass du jetzt noch eben, zum Netto rennen musstest im Regen. Also, ja, bei uns ist auch gerade dunkles Nieselregen, windiges Wetter. Boah. Die Jin hat geschrieben, bei ihr hat auch PayPal gesponnen. Bei Mr. Black White nicht so wirklich. Genau, und dann habt ihr euch noch so ein bisschen darüber unterhalten. Die Morle hat geschrieben, die Liebesbeziehung mit North strengt ihn zu sehr an. Und deswegen saß er da so, so Hände an der Stirn verschränkt. Klaus hat noch geschrieben, zu viele Kabel. Jin kompliziert das Frauenzimmer. Ja, zu viele Kabel. Ja, das mit Alice war der Plot-Twist des Todes, wie Jin es beschreiben würde. Die Morle hat noch geschrieben, die drei sind so eine tolle Familie. Oh ja. Klaus noch, da-da-dam. Die Jin, ja, ich schippe das so hart. Klaus, warte. Das kleine Bulk ist ein Android? Ich meine, Kind? Ja, genau. Sie ist ein Android. Ein Android. Man kann sich kein Glück kaufen, hat die Jin geschrieben. Und Mr. Black White hat geschrieben, für alles andere gibt es Eurocard. Oder die Mastercard oder Visa-Card. Oder PayPal, schreibt auch noch Klaus. Die Jin, aber Kinder, jetzt im neuen Quelle-Katalog mit Abfrag-Garantie. Oder die Netto-Card. Okay, ihr macht so ein bisschen Schleichwerbung. So ein bisschen witzig. Jetzt fängt so an, We Are Family zu spielen und alle tanzen so. We Are Family. Ja, genau. Ja, North soll weggehen. So, die Jin. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Morle. Hoffe, dass ihr noch viele, viele weitere Hochzeitstage miteinander feiern werdet. Hochzeitstag? Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oh, dann wirklich auch viele, wie sagt man, nein, Gratulation zum Hochzeitstag. Alles Gute zum Hochzeitstag und ja, ich hoffe genauso sehr wie die Jin, dass ihr natürlich für immer viele weitere Jahre feiern und zusammen leben könnt. Vor allem jetzt, wo Baby Morle im Bauch ist und Kawaii Desune ist und ja. So, die Jin hat noch geschrieben, Porno. Ja, bestimmt bei der Szene, wo die sich fast geküsst hätten. Aber ich find's komisch, wenn man doch schon mit jemandem eine Liebesbeziehung eingegangen ist, warum gibt man dem Spieler noch die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, küssen oder nicht küssen? Ich hätte jetzt gedacht, die küssen sich halt einfach wegen Liebesbeziehung. Aber gut, dass ich das denn entscheiden konnte. Der Klaus, ja, war für das Küssen. Die Morle, irgendwie tut North mir auch leid. Ja, natürlich, also ich kann auf eine Art und Weise verstehen, warum sie so geworden ist, wie sie ist. Sie tut mir auch leid mit ihrer Vorgeschichte. Keine Frage, es war nicht richtig, sie oder generell so Androiden zu behandeln. Nur dass sie jetzt, sage ich mal so, verständnislos, gewalttätig voranschreiten möchte bei Menschen, das finde ich dann natürlich nicht so gut. Wenn sie, wie gesagt, sie kann nichts für ihre Vorgeschichte, niemand kann für seine Vorgeschichte etwas. Daran misse ich sie auch nicht oder daran messe ich auch nicht ihren Charakter. Ich messe ihren Charakter, wie sie jetzt ist. Und da sie jetzt wirklich immer so gewalttätig oder gewaltverherrlichend war und immer das Negative und immer negativ von Menschen redet, klar hat sie auch irgendwo ihren Grund, negativ von Menschen zu reden, aber ich finde, wenn sie diese Einsicht nicht hat, dass Feuer mit Feuer und Gewalt mit Gewalt nicht zu besserer Gewalt oder zu Freiheit kommt, solange sie diese Erkenntnis nicht hat, ist sie für mich ein neutraler Charakter, mit dem ich eigentlich nicht so gerne sympathisieren bzw. befreundet sein möchte. Und deswegen war sie mir dann auch nicht so wichtig, einfach weil sie nicht diese Erkenntnis hat, sondern weil sie einfach nur auf Hass jetzt programmiert ist und alles mit Gewalt. Sie möchte den Menschen mit Gewalt alles heimzahlen, aber das führt zu nichts auf langfristiger Ebene.
Deswegen wollte ich eher so ein bisschen Abstand und neutral. Sie kann gerne, wie gesagt, sie ist in unserer Gruppe gewesen. Sie hat für unsere Sache treu gekämpft, loyal gekämpft. Aber ihr privater Charakter ist etwas, worin ich nie sympathisieren oder befreundet mit sein kann. Geschweige denn eine intime Liebesbeziehung. Ja. Die hässliche, ja. Die hässliche, what the fuck? Connor ist der hässliche. Nein, Connor ist toll, hat die Morde geschrieben. Connor steht das Bad Boy Image nicht so gut. Ja, finde ich auch. Connor ist so. Ich finde auch, wenn Connor so. Ich nenne es wirklich ganz so steril. Oh Gott, ey, was ist das für eine Charaktereigenschaft, steril zu sein? Ich habe auch nicht mehr irgendwie alle Latten im Zaun. Alle Tassen im Schrank. Ich frage mich manchmal, woher kommen diese Sprichwörter? Aber naja. So. Klaus hat noch geschrieben, richtig der Lappen, ey. So ein Lauch hat noch die... Ja, so ein richtiger Lappen, ey. Er durchbricht die Matrix, hat noch Klaus geschrieben. So ein richtiger Kamehameha-Moment. Kamehameha. Genau. So, Amanda ist richtig kacki. Oh ja, Morle. Genki Dama. Oh, ganz viel Kraft. Hat noch der Klaus geschrieben. Der Klaus hat geschrieben, also ich mag nur eine Amanda, die aus Dead by Daylight. Oh ja. Hayaku, Connors Son. Ja, er muss sich beeilen, genau. So ein Luther würde ich mir auch noch krallen. Aber Jin, da hast du recht. Luther ist voll der korrekte Typ, wenn man das so sagen kann. Luther ist viel zu toll. Die Morde hat noch geschrieben, diese Szene ist so spannend. Und ja, rest in peace, North. Klaus hat ein trauriges Smiley gemacht, weil North gestorben ist. So, die Jin hat noch geschrieben, auch eine Art und Weise, Schluss zu machen. WhatsApp ist so 2017. In 2018 lassen wir ungeliebte Lebenspartner abknallen, wenn wir die Wahl... Oh, der ist gut. Nicht über WhatsApp Schluss machen. Nee, genau, sondern einfach abknallen lassen. Also... Und dieses... Und mein Emoticon dazu, was so dieses so lol, dieses... Oh Gott, ey. Das war gut, Jin. Ja. Die Morle möchte nicht mit der Jin zusammen sein. Klaus hat noch geschrieben, also man kann wortwörtlich sagen, dann hab meine Beziehung abgeschlossen. Ja! Das stimmt. Jetzt mal halblang. Rithlin ist hier die Verbrecherin. Ich habe nur den Kommentar des Tages geliefert. Ja gut, das stimmt. Letztendlich, dass sie gestorben ist, liegt irgendwie an meiner Entscheidung. Ja. Gut. So. Die Morle hat auch noch geschrieben, Baby Morle geht es auch sehr gut. Oh, das ist super süß. Genau, die Jin hat auch geschrieben und das soll auch so bleiben. Oh mein Gott, und du konntest schon das Herzchen schlagen hören. Boah, wie aufregend und wie wundervoll, wenn man das so spürt. Ja, das ist wirklich kaum zu glauben, dass aus sowas mini, mikroskopisch mini-mäßig immer was Größeres wird. Oh ja. Nun gut, liebe Toastbrotgeschwister, wir haben den Abschluss unserer heutigen Livestream-Abend erreicht. So nach circa 2 Stunden und 4 Minuten werden wir den Livestream für heute Abend beenden. Wir werden uns aber definitiv am Freitag sehen. Darauf Hand drauf. Ja, genau. Und ja... Ich habe mich super, duper, super, duper, mega darüber gefreut, dass ihr nicht nur zahlreich eingeschaltet habt, sondern dass ihr auch zahlreich interessiert, ach so, ich muss so machen, interessiert und aktiv am Livestream-Chat, wie immer, so wundervoll und witzreich und interessiert am Livestream-Chat euch beteiligt habt.
Vielen herzlichen Dank dafür. Dementsprechend geht ein ganz besonderer, großer Dank an X-Striker, Typisch TV, Klaus, Morle, Homie und die Djinn. Ich hoffe, ich habe keinen anderen jetzt explizit aus dem Chat vergessen. Bei all den anderen, die trotzdem bis hierhin zugeschaut haben, nur nicht aktiv im Chat dabei waren, bedanke ich mich dennoch. Was heißt dennoch? Ich bedanke mich trotzdem auf jeden Fall ganz herzlich fürs Einschalten, fürs interessierte Zuschauen und dabei sein. Vielen herzlichen Dank. Gut, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen, ruhigen Abend, einen erholsamen Schlaf. Für morgen, Mittwoch und Donnerstag und Freitag angenehme Arbeits- oder Urlaubstage. Und wir sehen uns dann allerspätestens Freitagabend zwischen 19 und 20 Uhr ungefähr. Genau, auf jeden Fall aber Freitagabend sehen wir uns dann nochmal, wenn ihr Lust und Interesse habt und Zeit. Nun gut, ihr schreibt nochmal ganz fleißig. Genau, gute Nacht alle zusammen. Klaus schreibt, endlich weg, du. Oh, die Morle wird beim nächsten Termin wahrscheinlich das Geschlecht erfahren. Da bin ich ja super gespannt. Da fällt mir ein, Djinn. Du hast noch geschrieben, dass du bezüglich deines Cosplays zu, wie hieß sie? Ich weiß nicht mehr, die Blonde aus Fairy Tail, dass du bezüglich die Perücke geschnitten hast und bereits auch Kleidungsstoff hast, den du, glaube ich, noch zusammennähen musst. Falls du irgendwie Lust hast, Bilder mit uns zu teilen, kannst du das auf jeden Fall, denke ich, in Discord machen. Also wie gesagt, die Bilder, die an mir geschickt werden, werde ich nicht irgendwo verbreiten oder weiterschicken. Ich behalte sie für mich auf meinem PC und gucke nur ich sie mir an. Deswegen, wenn du vielleicht magst und wenn du fertig mit deinem Cosplay bist und du Lust hast und genau, einfach mal vielleicht so ein Ganzkörperbild, wo man jetzt, sage ich mal, nichts Zweideutiges interpretieren kann, weil man weiß ja nie Internet und so, ne? Genau. Würde es mich interessieren, dann kannst du auf jeden Fall dein Cosplay-Outfit oder dein generelles Cosplay uns zeigen. Das würde ich wirklich sehr interessant finden. Das ist mir jetzt gerade erst noch so eingefallen. Gut, die Djinn muss morgen arbeiten. Oh ja, ich muss auch morgen arbeiten. Und der Klaus hat Urlaub. Ich glaube, dem Klaus geht's mit seiner Pizza und mit seinen Urlaubstagen so richtig gut, oder Klaus? Aber das hast du dir auch redlich verdient. Das freut mich wirklich sehr für dich. Gut. Die Djinn hat noch in Discord die Perücke geschickt. Gucke ich mir heute Abend oder Freitagabend oder die nächsten Abende auf jeden Fall an. Finde ich schon mal ganz klasse. Da bin ich ja gespannt, wie du das so geschnitten hast. Oh, Türklingel. Ich werde einmal kurz aufstehen. So, da bin ich wieder. Ich kann ja nicht Mr. Black White, aka der Synod, kann ich ja nicht draußen stehen lassen. So, wir haben uns soweit alles gesagt. Und genau, ich wünsche euch soweit alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren und dabei sein. Und wir sehen uns dann wieder am Freitag. Hakuna Matata. Bis dahin, Toastbrot-Umarmung. Tschüss.